Ah, sehr Ansonsten, gut. wir haben ja eigentlich einen ziemlich gemütlichen Job, muss ich so sagen. Es ist wenig, was wir hier zu tun haben, einfach weil, ja, wir achten darauf, dass alle ihre Sicherheitsbestimmungen da durchhalten. Und nur wenn es irgendwie mal Probleme gibt, dann müssen wir halt funktionieren. Ah, ich hatte schon gehört, es gab hier einen Vorfall mit jemanden, der unter einem kurzen Anfall von Irrsinn leidete oder so etwas, dieser komische Geologe. Ach so, ja, das ist aber auch schon ein bisschen her. Ich glaube, ein paar Monate müsste das schon her sein, aber Dave ist jetzt ja wieder da. Hat ein paar Leute angegriffen und wir mussten ihn dann ruhig stellen, haben ihn dann ruhig gestellt, haben wir ihn dann wieder zurück ans Festland gebracht und da hat er dann war Dave in psychiatrischer Behandlung. Akute Stresssyndrome oder Symptome hat er irgendwie gesagt. Ich bin kein Psychiater, aber naja, jetzt ist er wieder da und die Ärzte haben gesagt, dass er wieder gesund ist. Sonst irgendjemand, auf den man vielleicht ein besonderes Augenmerk werfen muss? So wie ich es verstanden habe, werde ich sowieso die ersten Tage diesen, naja, Investor begleiten müssen. Ja, genau. Ich glaube, das ist am besten, wenn du kannst du dann gemeinsam mit dem reichen Typ, wie heißt der, Rondo, kannst du dann rumlaufen. Und kannst ihn dann beschützen. Pass auf, dass er nicht über die Plattform fällt, weil wenn er ins Wasser landet, dann keine Ahnung, ich kenne mich mit solchen Leuten so Leuten nicht aus. Aber ich glaube, er ist sowieso schon mal auf einer Plattform gewesen, ne? Dann. Aber Ich meine wär halt schon, schlecht, wenn er ins aber Wasser fällt. Dann bis unsere allerdings. Boote dann unten sind und dauert das alles. Gerade wenn es dann kalt ist, das Wasser ist zurzeit ein bisschen kälter trotz des Sommers, dann ja, kann es halt sein, dass er nicht mehr schwimmen kann. Er hatte schon Probleme, die Treppen hochzukommen. Ja, guck ihn dir an, wie alt er ist. Ja, in der Tat. Ansonsten noch eine Frage zu den Zugangsbeschränkungen. Was ist mit unseren Karten zu betreten und was nicht? Ach so, ja, genau. Ich kann dir auch noch eine neue Karte geben. Die gebe ich dir nachher mit deinem Pager, habe ich schon fast vergessen. Unterkünfte kannst du damit betreten. Du kommst damit quasi überall rein. Also auch in die Kontrollräume. Das ist ein Stockwerk über uns. Du kommst damit zum Heliport. Du kommst damit quasi auch nach oben zur Antenne, auch wenn du da eigentlich nichts machen musst. Das ist dann eher was für Computer-Heinis. Warenlager kannst du dir auch ansehen. Das sind dann allerdings, naja, Ölsachen. Das ist nichts, wo du dich aufhalten kannst oder solltest. Du kommst damit zum Brunnenschacht. Das ist vielleicht noch mit am interessantesten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo Rondo überall hinlaufen darf, aber damit kommst du auch zum Brunnenschacht und zum Öllager kommst du damit auch. Ja, für einen Bohrkern brauchst du dann noch eine andere Freigabe, aber da unten ist auch sowieso kein Mensch. Ich denke, das ist eher Sache der Techniker, wenn dort kein Mensch ist. Ja, genau, und der Arbeiter. Die sowieso schon schmierig sind. Aber ansonsten sagst du eher ruhig, keine großen Vorfälle. Ja, nee, also wir haben hier natürlich auch ein paar Hotelfachschüler, so Absolventen, also die sich dann hier um unser leibliches Wohl kümmern. Wir haben eine eigene Wäscherei. Da sind dann eben so Zivilisten, die halt hier einfach nicht hingehören. Wir haben Putzkräfte. Da musst du einfach aufpassen, dass die, wenn die wischen, dass die auch ihre Stahlkappenstiefel anhaben, damit hier nichts passiert. Also die Sicherheitsbestimmung hat dir Fürske ja erzählt, ne? Ja, natürlich. Ja. Gut, nee, also pass einfach darauf auf, dass alle eben so rumlaufen, wie sie rumlaufen sollen. Alle einen Helm tragen. Und ansonsten ziemlich ruhig. Wo wir schon dabei sind, gibt es irgendwo eine Kopie der Brandschutzverantwortung und der sonstigen Werksschutzverantwortung Vorgaben? Ja klar, haben wir bei uns im Konferenzraum. Da liegen dann so große Schinken liegen da rum. Ich glaube, das sind 300 Seiten. Die musst du dir auch offiziell durchgelesen haben. Kann ich dir geben. Ja, daran werde ich mich sofort machen. Zumindest, wenn es die Zeit erlaubt. Je Ja, nachdem, du was. siehst an seinem Blick, er hat sie nicht gelesen. Ja, ist ihm egal. Ja. Gut. Wie gesagt, wenn du noch irgendwelche Fragen. Ach komm, hier, ich habe meinen Kaffee ausgetrunken, dann. Setz dich zu Rondo und dann ich hole dir kurz einen Pager und ich gebe dir meine Handynummer, ich hole dir die Karten, ich hole dir den Schinken, bin gleich wieder da. Komm mit, Franz. Vielen Dank. Ja, und dann wird man sich auch tatsächlich zu Rondo setzen. Ja, der hat sich mittlerweile durchgeschnauft. Doch wieder
ganz normal aus wie vorher. Mittlerweile einen Kaffee geordert, beziehungsweise sich einen Kaffee geholt, je nachdem. Hat ein bisschen Milch reingekippt und sitzt dann mittlerweile auch wieder relativ entspannt. Jamaika Blue Mountain Kaffee, das Beste vom Besten. Ausgezeichnet. Monsieur Rondeau, wenn ich mich setzen darf. Ah, Sie sind's. Was gibt's? Wie ich es verstanden hatte, werde ich Sie zumindest die nächsten Tage begleiten. Deshalb wollte ich einmal anfragen, wie Sie denn gedacht haben, Ihren Tag zu gestalten. Für gewöhnlich stehe ich um 0600 auf. Nun, ich stehe auch recht früh auf. Das sollte kein Problem sein. Ich werde mich da selbstverständlich ganz nach Ihnen richten. Ja, also um ehrlich zu sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich meinen Tag hier gestalten soll. Mir geht es natürlich vordergründig darum, möglichst viele technische Details zu erfahren. Ich würde auch gerne ein bisschen in die Arbeitsabläufe des Personals blicken. Aber ansonsten, ich denke, ich bin relativ pflegeleicht. Also Sie müssen sich keine Sorgen machen. Oh, ich werde mich bemühen, nicht großartig aufzufallen und nur zu intervenieren, wenn es wirklich sein muss. Ja, das ist sehr schön. Also, ich denke schon, dass ich mich weiß, hier an die Sicherheitsvorschriften zu halten. Aber natürlich, wenn Ihnen irgendwas auffällt, dass ich irgendwas Dummes tun sollte, dann weisen Sie mich bitte sofort darauf hin. Ich möchte ja nicht schließlich niemanden in Gefahr bringen. Selbstverständlich, dafür werde ich auch bezahlt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich möchte mir halt gerne die Abläufe hier anschauen. Also ich würde gerne, weil gerade bei den Schritten, also ich würde zumindest mir gerne einmal die Kommandozentrale anschauen, wenn das möglich ist. Natürlich nur zu einem Zeitpunkt, wo das niemanden stört. Und ich würde auch gerne mir mal die geologischen Karten und so etwas anschauen, falls sich das irgendwie einrichten lässt. Nennen Sie mir eine Zeit und einen Ort, an dem wir uns treffen, und ich werde da sein. Ich werde mit Sicherheit noch mit dem Verantwortlichen hier mal ein Gespräch suchen, und ich denke, dann können wir das gemeinsam planen. Sehr wohl. Ansonsten, wenn Sie irgendwelche Vorschläge haben, Sie sind ja schließlich Sicherheitsexperte, wenn Sie irgendwas meinen, dass ich mir etwas anschauen sollte, dann bin ich natürlich gerne auch auf Ihre Vorschläge bereit einzugehen. Oh, ich habe dort keine besondere Präferenz. Sie sind meine erste Priorität. Ah, ich denke, wir werden schon zurechtkommen, keine Sorge. Da bin ich mir auch sicher, es scheint alles recht übersichtlich zu sein. Ja, ich bin tatsächlich ein wenig erstaunt. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich hatte mir das irgendwie alles ein bisschen komplizierter vorgestellt. Scheinen kluge Leute am Werk gewesen zu sein. Ja, das wollen wir hoffen. Ich meine, das Personal ist ja nun wirklich sehr, sehr überschaubar. Ich meine, durchschnittlich auf einer unserer Plattformen arbeiten 400 bis 500 Mitarbeiter. Das ist ja schon bald eine kleine Stadt. Naja, ein Dorf vielleicht eher. Ja, richtig. Ich meine, hier, da kann ich die Leute ja tatsächlich mit meinen Fingern zählen. Dann haben sie aber ganz schön viele Finger, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ja, das war natürlich nur bildlich gesprochen. Selbstverständlich. Ich weiß auch noch gar nicht, womit ich anfangen möchte. Ich denke mal, wir lassen den Tag einfach heute mal passieren und schauen, was passiert. Einverstanden? Ganz wie Sie wollen. Ansonsten, wir müssen halt ein bisschen vorsichtig sein. Die beiden Pressefritzen. Ich möchte nicht, dass die unbedingt irgendwas hören, was sie nicht hören sollen. Wenn Sie ihnen zu nahe kommen, sagen Sie nur Bescheid, dann werde ich mich darum kümmern. Aber wir wollen Sie doch bauchpinseln und lieb haben. Sie sind immerhin unsere Freunde von der Presse. Verstehe. Haben Sie sich schon einen Kaffee geholt? Oh, ich kam noch nicht dazu. Ah, kein Problem. Wissen Sie was? Ich hole Ihnen eben einen. Brauchen Sie Milch oder Zucker? Nur Zucker, bitte. Zucker. Sicher. Ja, ich gehe uns beiden dann nochmal eine Runde Kaffee holen. Alles klar. In der Zeit, während du Kaffee holst, taucht dann auch noch einmal Ivan Stahlberg auf und gibt
dir deinen Pager, Karten, Sicherheitsmaterial, alles, was du da irgendwie zusätzlich brauchst. Händigt dir auch nochmal eine Waffe aus, die du selber vorher noch nicht hattest. Das ist eine einfache Pistole, die du bekommst, und weist dich dann eben auch an, dass du die am Gürtel zu tragen hast. Alle anderen dürfen, wie gesagt, keine Waffen bei sich haben. Ausnahme ist dann natürlich Magnus, der Leiter der Plattform, der hat auch eine an Mann. Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, wenn du noch irgendwas anderes brauchst, sowas wie ein Knüppel zum Niederschlagen, dann sollst du den auch noch bekommen, aber ansonsten bist du erstmal nur mit einer Pistole ausgerüstet. Wie sieht's bei den anderen aus, die beiden Journalisten? Unterhaltet ihr euch weiter mit den Geologen? Habt ihr was anderes vor? Wollt ihr euch zu den anderen gesellen oder wie sieht's aus? Ich möchte tatsächlich mal einen Rundgang machen. Haben wir die Karten mittlerweile bekommen? Ja, werdet ihr dann im Verlaufe auch bekommen haben, sodass ihr euch hier vollständig orientieren könnt. Euch werden dann auch im Laufe der Zeit eure Zimmer zugeteilt. Das sind dann die Zimmer 25 bis 28. Wer wo sitzt, das könnt ihr euch meinetwegen selber aussuchen, aber erstmal sitzt ihr hier in dieser Reihe, also direkt gegenüber von der Küche, neben dem Konferenzraum. Natürlich dauert das dann, was heißt dauert, aber natürlich seid ihr dann ein bisschen entfernt auf der gegenüberliegenden Seite der Sporthalle und des Kinos. Ganz am Norden würde sich dann die Krankenstation befinden oder die Ambulanz zusammen mit den medizinischen Vorräten. Es gibt hier noch ein paar Lagerräume, und wir haben hier unten einen Raucherraum, der ist dann nochmal separiert, damit die Leute im ganz normalen Erholungsraum oder in der Cafeteria nicht gestört werden. Ja, und ansonsten haben wir hier einen Computerraum. Da ist dann so ein bisschen mit unter die Technik. Da ist dann auch das Aufgabengebiet von Jim Walt, dem Computerspezialisten, und unter anderem dann auch den Geologen, die dann daneben sitzen, in ihren eigenen kleinen Bereichen und da dann aufpassen auf die Sensoren und Geräte. Und wenn ihr eben woanders rumlaufen wolltet, in anderen Stockwerken, dann könntet ihr die teilweise betreten, teilweise auch nicht. Das kommt immer auf eure Freigaben an. Ja. Also könntet euch dann hier entweder umsehen oder ihr müsstet euch Sicherheitspersonal schnappen. Unter anderem dann Sebastian Hessel, der dann da natürlich führen kann. Ja, ich würde mich durchaus meinem Journalistenkollegen bei deinem kleinen Rundgang anschließen. Hätte aber vorher noch eine Frage an den Jim Hansen, den Geologen. Würde ihn nochmal Ja. fragen. Du sag mal, das ist ja gar nicht so leicht. Ich meine, wenn man hier mit so vielen Leuten auf kleinem Raum quasi schon zusammengepfercht ist, gibt es da nicht mal ein bisschen Ärger? Ich meine, da muss man sich ja irgendwie schon riechen können. Klappt das überhaupt oder kann man sich hier auch mal aus dem Weg gehen? Man kann sich hier sicherlich auch aus dem Weg gehen. Ich meine, die Plattform ist groß, eine der größten oder eine der modernsten. Ja. Weiß ich nicht, stell dich nicht draußen in den Wind, wenn irgendwie Probleme gibt oder so, aber die meisten sind ganz umgänglich, gerade wenn du dann mit den Technikern oder den Arbeitern unten beim Drill zusammen bist. Das sind quasi Brüder, die vertrauen sich gegenseitig, und zumindest da unten gibt's dann wenig, was sie sich da an den Kopf werfen könnten. Das ist schon mal gut zu hören. Ich hatte nur vorhin auf dem Schiff noch so eine komische Begegnung mit diesem Jim Ward hier, den Computermann. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Zuerst haben wir da in gemütlicher Runde gestanden, der kam dann dazu, wir sind ins Plaudern gekommen und er hat auch nochmal von deinem Kollegen, dem Dave, erzählt und seinem Zusammenbruch. Da habe ich ihm eine Frage gestellt, dann hat er sich einfach umgedreht und ist weggelaufen. Weiß nicht, was das sollte. Ja, gut, Jim ist ein bisschen mürrisch, damit muss man umgehen. Ist er zu mir auch, ist mir aber auch egal. Ich meine, ich sitze halt im gleichen Büro mit ihm, er macht sein Ding, wir machen unser Ding. Klar, wirst du dich vielleicht nochmal mit ihm unterhalten können oder so, aber ich persönlich mag ihn nicht. Gut, ich muss ihm nicht aus dem Weg gehen, weil er redet halt nicht, aber ich bin halt froh, wenn ich nichts mit ihm machen muss. Ja, verstehe. Naja, man muss sich ja auch nicht mit jedem gut verstehen können. Was soll's? Du sag mal, wie ist das hier eigentlich nach der Arbeit oder nach den Schichten? Gibt's ja auch mal ein Feierabendbierchen oder keine Ahnung, wenn das nicht erlaubt ist, sowas wie eine gemütliche Runde Tee zusammen nochmal oder so? Doch, klar, wir haben Alkohol. Du solltest es dann natürlich im Rahmen lassen, aber wenn du Feierabend hast, dann kannst du machen, was du willst. Ob du da dann dir ein Bierchen holst oder ein Wein, musst du einfach mal Julio ansprechen. Der
Er hat da in seinem Lagerraum in der Küche, solltest mal nachfragen, was er hat. Das ist nicht nur guter Kaffee. Und soll es hier nicht scheitern. Und du kannst natürlich auch Tee trinken. Ja. Na, das hört sich doch schon mal gut an. Ihr trefft euch dann normal hier in der Kantine. Ich habe ja auch keine Lust, die ganze Zeit hier nur alleine auf meinem Zimmer zu hocken oder mir irgendwelche Sachen anzuschauen. Ja, nee, also genau, wenn du nicht im Kino bist oder im Videoraum oder du bist nicht in der Sporthalle, dann setzt du dich meistens in den Erholungsraum. Also wir haben da hinten, hier ist ja jetzt der Cafeteria-Bereich, aber wenn du da hinten, guck mal hinter dem Pfeiler, da haben wir noch eine Sofa-Ecke, da kannst du dich auch hinsetzen. Wir haben auch guten Fernsehempfang, also wenn du irgendwas aus der Heimat gucken willst, geht das. Wir haben auch verschiedene Fernseher, wenn du da irgendwie dich nochmal abkapseln willst und deine eigenen Sachen gucken willst. Ja gut, jetzt die Weltmeisterschaft hat ja noch nicht angefangen. In 14 Tagen, das kriegen wir nicht mehr mit. Aber ansonsten, ich vermute, wenn wir dann unsere nächste Schicht in einem Monat antreten, da werden wir sicherlich dann auf WM zusammen gucken können. Oh, da gibt's bestimmt doch ganz schön Unmut, so viele Nationalitäten wie hier zusammen. ja, das ist schon okay, gut. Hast uns erwischt. Also gerade wenn sowas ist wie die einen gucken Fußball, die anderen gucken Eishockey oder hast du nicht gesehen, Basketball, je nachdem wer woher kommt, kann das auch schon mal Streit um den Fernseher geben, um das Abendprogramm. Und vor allem, wenn dann sowas wie eine Weltmeisterschaft ist oder Olympische Spiele, dann gibt's ja keine Keilereien, aber dann ist schon mal der Unmut groß und wir machen hier auch Wetten. Müsstest du mal Dave fragen, auch da gewinnt er wieder wie nichts Gutes. Also, wenn du dann gegen Dave wetten willst, dann solltest du nicht tun. Ja, mein Gott, man könnte ja schon fast meinen, der Mann hätte irgendwo eine Glaskugel oder sowas versteckt. Ja, oder wer hätte Sport studiert, dann wäre das vielleicht auch erklärbar oder wäre Journalist wie du. Ich glaube, ihr kennt euch ja auch immer aus mit den Chancen und Wetten und kommentiert das immer im Fernsehen und ach, ich habe da keine Ahnung von. Ich bin Geologe. Ja, naja, wenn wir genau wissen würden, was passieren würde, dann wäre unser Job ziemlich überflüssig, was? Ja, stimmt schon. Na gut, hier, ich will dich nicht weiter stören, ich schaue mich noch ein bisschen um, aber man trifft sich bestimmt heute Abend oder später irgendwann nochmal, wenn es dir auch mal ein Bierchen erlaubt ist. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin im Computerraum bei Jim und laufe da zusammen dann auch mit Mike rum, hier Mike Ray, und schau vorbei. Alles klar, bis später dann. Bis später. Ja, und dann werde ich auch mal zumindest hier in den Unterkünften einen kleinen Rundgang machen, bevor ich mir dann meine Kabine mal anschaue. Na Björn, wollen wir mal einen kleinen Rundgang machen und uns die ganzen Räumlichkeiten mal anschauen? Tja, wäre bestimmt nicht schlecht. Das ist ja schon irgendwie so was wie eine kleine Stadt hier, könnte man sagen, zumindest von den Wegen her. Ich könnte mir vorstellen, man kann sich ja auch ziemlich leicht verirren, oder? Richtig, richtig. Und ich möchte zumindest mal die Wege einmal abgegangen sein, damit ich mich hier besser orientieren kann in Zukunft. Und möchte mir nochmal die Sporthalle anschauen. Alles klar, dann lass uns mal losmarschieren. Ja, hätten die Herren was dagegen, wenn ein alter Mann sie auf ihrer Reise begleitet? Natürlich nicht. Nur zu. Solange er noch mithalten kann, und dabei zwinker ich ihm ein bisschen zu. Ach, keine Sorge. Wenn ich sie nicht einholen kann, dann werfe ich ihnen meinen Stock zwischen die Beine, dass sie hinfallen. Wenn sie treffen, mag es mir recht sein. Und so marschiert ihr gemeinsam durch die ADW, die Alpha Deepwater. Ihr werdet das Gefühl nicht los, dass sie anders ist. Anders als das, was ihr bisher kennt oder kanntet. Sie ist dunkel, obwohl sie hell ist. Sie ist mysteriös, obwohl sie dann doch relativ einfach so konstruiert wurde. Die Wege sind ausgeschildert, alles ist erkennbar. Aus einem Augenwinkel dachtet ihr zu kurzem, dass es Rost an den Wänden gibt. Aber wenn ihr genau hinseht, dann ist es dann doch wieder nur eines von diesen stählernen Metallrohren, Röhren, die überall hinführen. Ablüftung, Schächte, ein Flirren in der Luft, was euch das ein oder andere Mal ja aus dem Augenwinkel wieder begleitet und dann ist es doch wieder nichts. Sie wirkt irgendwie surreal auf euch, während ihr sie erkundet.
Und das, obwohl sie so modern ist. Gerade das Sportstudio mit Hantelbänken, mit den verschiedensten Geräten, sogar ein kleines Seil, an dem man dann nach oben klettern kann, was in der Decke befestigt ist. Man kann hier ja verschiedene Dinge tun, Räder, die hier aufgestellt sind, Rudergeräte. Es ist eigentlich eines der schönsten Sportstudios, die es so gibt, auch auf dem Festland. Auch das Kino mit dem abfallenden Saal, der dann leicht nach unten führt, wo jeder perfekt guckt kann. Ziemlich groß, auch das Programm, was man dann hier auswählen könnte. Natürlich habt ihr die Fernseher- und die Sofaecke im Erholungsraum gesehen, aber hier auch die neuesten Kinofilme, die dann angeboten werden. Also nichts, was da irgendwie zu wünschen übrig lassen würde. Wenn ihr euch dann einmal in der Ambulanz umseht, auch hier alles hochmodern, bequeme Stühle, die dann hier warten lassen würden, wenn man hier dann irgendwie sich verletzen könnte. Ja, ihr wisst nicht genau, woran es liegt, dieses merkwürdige Gefühl. Also sie können mir sagen, was sie wollen, aber irgendwie... ich glaube, es ist einfach nur die ungewohnte Umgebung, aber... ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Sie waren, sie sind wahrscheinlich schon häufiger auf einer Bohrinsel wie dieser gewesen, oder vielleicht auch nicht wie dieser gewesen. Richtig. Ich war schon öfter auf unseren Bohrinseln. Egal. Und wenn Sie schon Kopfschmerzen bekommen, nur beim Durchwandern hier, wie soll das denn weitergehen? Geben Sie um mich nicht viel Acht. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst eine Sicherheitsbeschränkung für das Alter, dass man, wenn man eine gewisse Alter überschreitet, dass man nicht mehr auf eine Insel darf. Das hat schon seine Gründe. Wir sind doch gerade an der Krankenstation vorbeigegangen. Vielleicht hat der Arzt einen Aspirin für Sie. Machen Sie zwei draus, denn ich fürchte auch, mir kommen langsam die Kopfschmerzen. Wenn ich mir das hier so anschaue, auch stellenweise. Ja. Augenwinkel. Wirkt hier alles rustig, total verrostet. Schaut mal wieder hin. Zu sehen. Rost? Schaut mal genau hin. Ja? Ach, das scheint nur so. Ich bin mir auch sicher, das ist ja diese sehr ungewohnte Umgebung, viel Metall an den Wänden, komische Beleuchtung, dann kommt sowas mal. Nun, seien Sie mir nicht böse, aber dank meiner Erfahrungen mit solchen Fällen schon, mit solchen Unglücken oder Unglücke, die so passiert sind, über die ich leider schon berichten musste, ich bin, was das angeht, skeptisch. Ich weiß zumindest, was Sie meinen. Das ist schon ein bisschen komisch hier. Wird wohl wirklich die ungewohnte Umgebung sein, auch wenn man es irgendwie schon in Filmen oder Fotos gesehen hat. In einem Augenblick fühlt man sich hier noch wie auf einem fremden Raumschiff, könnte man fast sagen. Und im anderen Augenblick hat man das Gefühl, dass hier alles zusammenfällt. Das ist irgendwie die engen Gänge, die Luft hier. Ist halt alles ein bisschen anders. Ja, vielleicht sollten wir an die frische Luft gehen. Nach unserem kleinen Rundgang hier mit Sicherheit, ja. Ja, wenn ihr nach draußen tretet, über die verschiedenen Gänge, könnt ihr auch erkennen, dass der erste Nieselregen eingesetzt hat. Aber so wie der Himmel aktuell aussieht, dunkel, stürmisch, auch das Wasser ist mittlerweile sehr viel aufgewühlter, könnt auch erkennen, wie im Hintergrund die Blue 6 sich entfernt und das letzte richtige Zeichen, die letzte Sicherheit zum Festland verschwindet gerade in den Fluten und lässt euch zurück auf diesem Monster aus Stahl und Beton. Der Wind hat aufgefrischt. Wirklich sommerlich ist es hier draußen nicht, einfach nur kalt. Das Wasser ist weiterhin schwarz, aufgewühlt, vielleicht ein bisschen geisterhaft und gerade Björn Kettler hat bisschen das Gefühl, als ob Öl im Wasser wäre. Aber es riecht nicht danach. Zumindest geht er mal irgendwie an die Reling, ans Geländer, was es da auch genau geben mag, und holt mal seine Kamera raus, zoomt mal ein bisschen durch die Gegend und schaut sich ganz beiläufig das Wasser im Zoom mal etwas näher an, ob er da vielleicht tatsächlich irgendwelche lebenden oder auch toten Fische sehen kann, wenn das vielleicht auch das schwierig sein mag, jetzt bei dem aufgefüllten Wasser. Normalerweise ist ja überall Leben.
aber hier kannst du so gar nichts erkennen. Gerade wenn du jetzt hier draußen stehst, unter dir das Röhren, Dröhnen, die Arbeiten haben begonnen, der Bohrkern arbeitet wieder, die Drill-Plattform. Hier ist gar nichts. Außer euch Vieren, die jetzt draußen steht, sonst ist hier niemand. Kein Fisch. Keine Möwe. Nichts. Ich packe meine Kamera dann wieder weg und wende mich an die anderen. Ist schon seltsam. Irgendwie scheint es hier richtig leer und einsam zu sein. Ja, was erwarten Sie? Wir sind mitten auf dem Ozean. Ja, aber das muss doch kein Grund sein. Selbst auf dem Ozean fliegen sind öfters mal Möwen, sonstige, oder zumindest auch Fische im Wasser. Aber hier? Ach, meinen Sie, Sie könnten von der Höhe aus Fische ausmachen? Von der Höhe sie mit sicherlich nicht, aber wozu kann man denn mit seinen Kameras mal etwas näher zoomen? Wird es schon finden. Ach, dann haben Sie sicherlich nur Pech gehabt. Na, wer weiß, Sie sich mal nicht verrückt. Es ist doch nur eine große Metallplatte mitten auf vier Stelzen im Ozean. Ja, mitten im Ozean, Sie sagen es. Unser Vegans Festland hat sich mit der Blue 6 verabschiedet. Und seien Sie mir nicht böse, Mr. Hessel, aber selbst in Ihrer Gegenwart, ich fühle mich nicht sonderlich wohl hier. Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich etwas betrüblich, aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Es ist wie wenn man an einem neuen Ort ist. Seien Sie froh, immerhin können Sie mit den Leuten alle reden. Hoffen wir es mal, dass es so bleibt. Und ich werde auf jeden Fall, was mir so auffällt, genau festhalten, genau notieren. Und später, je nachdem, wie strikt hier alles kontrolliert wird, auch in einem entsprechenden Bericht festhalten. Seien Sie sich versichert, zumindest in meiner Gegenwart, werden die Sicherheitsbestimmungen nicht gebrochen. Nun, das hoffe ich doch. Sonst hätten Sie Ihren Beruf verfehlt. Ja, ganz genau, ganz genau. Und ohne jede Skepsis hätten Sie Ihren Beruf verfehlt. War das nicht so, wenn ein zu neugieriger Reporter hier die Sicherheitsbestimmungen bricht, dass er dann in eine Zelle kommt? Oh, keine Sorge. Zumindest wird er unter Arrest gestellt, da können Sie sich sicher sein, aber ich denke, keiner von unseren Begleitern wird so unvernünftig sein. Sie können sich sicher sein, dass es nicht meine Absicht ist, eine Sicherheitsbeschränkung hier zu verletzen. Schließlich bin ich auch nur Gast hier.